Herzlich willkommen zum zweiten Teil von dieser dreiteiligen Webinar-Serie. Und ich starte gleich mit der Präsi. Auch da, ihr habt die Möglichkeit, mich, wenn ich irgendwie, je nachdem nach Einstellung, bin ich da vielleicht im Weg oder so, könnt ihr mich natürlich irgendwie klein machen. Ihr habt bei meinem Bild so zwei Pfeile, die schräg diagonal gegeneinander deuten, also wenn ihr mit dem Maus über mein Bild geht, könnt ihr mich klein machen, sollte ich bei euch irgendwie im Wege sein. Jetzt suche ich da mal wieder. Okay, das sieht wieder alles anders aus. Es ist immer lustig. Jedes Mal sieht es anders aus. Egal, ich lasse mich jetzt nicht beirren. Ich hoffe, ihr seht die Präsentation. Seht ihr jetzt Herzensweg quasi den Titelfolie? Vielleicht irgendwo, vielleicht einen Daumen nach oben oder so. Oder in den Chat kurz reinschreiben. Ein Daumen nach oben, wunderbar. Also, das klappt. Das klappt, das ist ja gut. Also, Herzensweg. Welche neue Berufswege Jugendlichen, die ihr authentisches Ich leben möchten, zur Verfügung steht. Das ist das Thema von heute. Wir gehen jetzt nochmal ein bisschen zurück und machen den Anschluss und gucken uns, was ist denn eigentlich aus meiner Sicht so das Wesentliche gewesen vom letzten Mal. Ich bin da ziemlich irritiert, weil es wirklich ganz anders aussieht. Das ist irgendwie ganz schräg. So, ich brauche... Das will nicht. Egal, wir machen einfach weiter. Also, das letzte Mal haben wir uns angeguckt, dass es einen kompletten Paradigma-Shift gibt, einen gesellschaftlichen Paradigma-Shift. Das heißt, es ist im Prinzip ein Polsprung. Und das ist gesellschaftlich gesehen das dritte Mal, dass ein Polsprung passiert, nämlich, dass sich der Kompass, nachdem wir als Gesellschaft uns ausrichten oder wir als Einzelmenschen innerhalb dieser Gesellschaft uns ausrichten, das ändert. Wir haben uns früher, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert, haben wir uns an Leistungsanforderungen von Dritten ausgerichtet. Was haben denn Lehrpersonen, Eltern, Vorgesetzte, welche Leistungserwartungen haben sie an mich? Und ich war bestrebt, diese Leistungsanforderungen zu erfüllen. Dann hatte ich meistens weniger Probleme, als wenn ich sie nicht erfüllen konnte. Jetzt hüpft er gleich zur nächsten Folie. Und neu, davor, das ist einfach meine persönliche Überzeugung, nachdem ich mich über 10 Jahre lang mit dem Thema beschäftigt habe, neu wird es eben einen Polsprung geben und wir werden uns mit großer Wahrscheinlichkeit, so ich das sehe, ausrichten, an was möchte denn aus mir gelebt werden. Also Fokus statt nach außen, was möchten die anderen von mir, Fokus nach innen, was möchte denn aus mir geboren werden, so. Und das hat positive Auswirkungen, haben wir auch gesehen, weil es gibt 4 mögliche Gründe, weshalb wir tun, was wir tun. Wir haben es letztes Mal gesehen, Belohnung, Status, Sinn, das sind alles Motivationsarten, die angstbasiert sind. Also wenn wir hier drin sind, dann versuchen wir, eine Angst zu vermeiden und um die Angst zu vermeiden, gehen wir da rein und tun eben zum Beispiel, was andere von uns erwarten. Wir fokussieren auf Belohnung, wir fokussieren auf Status. Sinn ist etwas grenzwertig im Sinne von, es ist natürlich auch sinnvoll, oder es fühlt sich auch sehr sinnvoll an und Sinn erfüllt an, wenn wir die 4. Motivationsart wählen, wenn wir einfach dem inneren Drang folgen und tun, was uns entspricht, was eben gelebt werden möchte. Diese Sinn hier, ich habe deshalb ein Gehirn gemalt, der da bei der Angst notiert ist, das ist ein kopfbasierter Sinn. Das heißt, der Kopf findet es sinnvoll, etwas zu tun, nicht das Herz. Das ist der große Unterschied. Und das hat etwas mit Energie zu tun. Wie viel Energie steckt denn in uns drin? Weil das ist eine Skala. Die 4 Motivationsarten liegen auf einer Skala. Ganz links beim Geldsack, das ist maximal fremdbestimmt. Dann wird es immer weniger fremdbestimmt und ganz rechts beim Herz ist selbstbestimmt. Und erst da haben wir volle Energie, im besten Fall. Auch da kann es natürlich sein, dass irgendwas uns daran hindert, volle Energie zu haben. Aber da haben wir das Potenzial, dass wir wirklich energievoll sind und energieerfüllt sind. Je weiter wir nach links gehen, desto mehr nimmt die Energie ab.
Und ich möchte euch wieder eine Geschichte erzählen. Das erste Mal habe ich vom Jan Broders erzählt und heute habe ich einen anderen mitgebracht, den Matthias Exel. Der hat ein Buch geschrieben, Befreie dich selbst. Und ich konnte auch mit ihm ein Interview führen, ein Gespräch führen. Der Matthias war ein Junge, der in der Schule ein Außenseiter war. Und er hat sich dann irgendwann im Laufe seiner Kindheit, hatte sich so einfach die Überzeugung in ihn geboren, ich will es den anderen zeigen. Und genau das hat er gemacht. Er wurde Vizepräsident eines internationalen Konzerns, hat sich da wirklich nach oben gearbeitet und ja, hat dann irgendwann mal gemerkt, kommt nicht so gut, weil er braucht jeden Tag, dann irgendwann hat er gemerkt, er braucht jeden Tag Kopfschmerztabletten, Bauchschmerztabletten, er braucht jeden Tag irgendwie ein Gläschen irgendwas. Er hat auch keine Freunde mehr, also er hat sich plötzlich sehr einsam gefühlt und ich habe ihn gefragt, wie er sich denn genau gefühlt hat zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich total gut alles gelaufen ist, super Karriere, in schicken Restaurants verkehrt, ein prallvolles Konto beinahe auf der Bank. Und trotzdem hat er sich nicht gut gefühlt. Denkt daran, diejenigen, die neu sind oder auch die anderen, schaltet das, unmutet das Video, müsst ihr aktiv unmuten, sonst hört ihr nichts. Also das Lautsprechersymbol da einmal draufklicken. Gut, ich starte das Video. Zwei, drei Viertel Minuten geht's. Was genau hat dir da gefehlt? Also jetzt im Nachhinein betrachtet, ist ja das Buch, ist ja auch viel Selbstreflexion drinnen. Ja. Und für mich selbst war es eigentlich der Moment, ich sage immer, ich habe den Gipfel der eigenen Eitelkeiten erklommen gehabt. Und ich glaube, wenn man aufwächst, so durch das Schulsystem geht und und natürlich auch von der Werbung geprägt ist, hat jeder Mensch irgendwelche Ziele. Und in meinem speziellen Fall, ich war eher der Außenseiter in der Schulzeit, war einfach dieser innere Drang, sehr stark es allen zeigen zu wollen. Ja, und wenn man jetzt drüber nachdenkt, in unserer Gesellschaft, wie zeigt man es den anderen? Naja, indem man sich Dinge anschafft, möglichst groß, kotzig, möglichst viel Geld, möglichst viel Status, um eigentlich Menschen zu beeindrucken, die einen eh nicht mögen. Mhm. Und das bin ich tatsächlich durchlaufen, so richtig mit Ellenbogentaktik, weil ich behaupte mal, ansonsten ist es in den meisten Konzernen eh kaum möglich, dass man so vorwärts kommt. Aber für mich war halt dann auch der Moment da, dass ich gesagt habe, in dem Moment, wo ich es erreicht gehabt habe, dass es auch meine Ziele zur Wahrheit geworden sind, habe ich gleichzeitig gespürt, dass ich da ziemlich allein unterwegs war. Mhm. Und diese Einsamkeit, die ich da empfunden habe, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, wie man mit der umgeht. Die eine ist, man lügt sich selbst eins so in die Tasche und sagt, das ist eh alles in Ordnung und wird vielleicht noch ärger wie vorher oder man erklärt halt eben, wie toll und wie super das alles ist. Oder man fängt an, eher zu sich selbst zu sein und hinterfragt, wer man auf dem Weg geworden ist. Und ich glaube, ich habe das halt getraut und habe halt gemerkt, wenn ich da ehrlich in den Spiegel schaue, dass mir das sehr gefallen hat, was ich da gesehen habe. Und daraus entsteht dann schon die nächste Frage, was tut man dann? Entweder wieder Flucht nach vorne, man vergisst es einfach ganz schnell, und macht so weiter wie bisher. Und der andere Weg ist es zu sagen, stopp, innehalten, komplett neu anfangen. Was nicht bedeutet, dass man es dann unbedingt richtig macht. Also ich habe es auf keinen Fall richtig gemacht, in dem Sinne, ich habe einfach was anderes probiert, um mir wieder goldene Gitterstäbe zu schaffen. Aber durch Fehler wird man halt klug. Und dann, wenn man das immer wieder wiederholt, dann irgendwann kommt man schon natürlich zu dem Punkt, dass man mehr der ist, der man eigentlich wirklich ist. Also der Matthias hat im Prinzip sich ganz stark, wahrscheinlich noch krasser als der Jan, sich auf dieser Ebene bewegt. Ganz stark Status natürlich auch bei ihm.
was alles begründbar war. Und er hat es dann zum Glück auch gemerkt, wie der Jan hat es irgendwann dann realisiert, was da abläuft. Und er hat dann Gegensteuer gegeben. Es ist aber nicht nur Jan, den ich das letzte Mal vorgestellt habe, und Matthias, die diesen Weg einschlagen und sind auch nicht alle jetzt dermaßen eben erfolgreich, so wie der Matthias, der Vizepräsident worden ist, nicht Vizedirektor. Es gibt jährliche Erhebung, State of the Global Workplace, das ist jetzt die Erhebung von 2023. Da wird im Prinzip geguckt, wie viele Arbeitnehmende arbeiten denn mit Leidenschaft. Und die Zahlen, die ich rausgeschrieben habe, Deutschland, Schweiz, Österreich, das sieht nicht so gut aus. Das ist hier ganz Europa abgebildet. Europa ist am Schwanz von allen Kontinenten. Das heißt, da ist die Leidenschaft bei der Arbeit am schlechtesten dran. Und die deutschsprachigen Länder, da sieht es noch mal düster aus. Deutschland ein bisschen besser, ich habe da ein bisschen Glück. Schweiz, Österreich, ja, ziemlich, ziemlich schlecht. Also irgendwie 11-16% im deutschsprachigen Raum der Menschen, die wirklich mit Leidenschaft arbeiten. Was ist denn mit den anderen? Was ist mit den anderen? 89-84%? Ja, die haben wahrscheinlich eben den anderen Fokus gehabt. Geld und Status. Vielleicht Sinn. Wobei Sinn ist dann schon wieder relativ nah bei der intrinsischen Motivation. Was fehlt? Und jetzt wird es spannend. Wir haben drei menschliche psychische Grundbedürfnisse. Es gibt also die physischen Grundbedürfnisse, die kennen wir. Wir haben vielleicht Durst und dann trinken wir oder wir sind müde, dann schlafen wir. Das sind wir uns irgendwie bewusst. Aber die psychischen Grundbedürfnisse kennen die wenigsten Menschen. Was möchte denn eigentlich unsere Seele, das, was wir als Mensch innerlich brauchen? Und das sind drei Dinge. Ich beginne unten rechts, Autonomiegefühl. Wir möchten ein Gefühl haben, dass wir selber für uns entscheiden können. Ja, das ist natürlich nicht der Fall, wenn wir fremdbestimmt unterwegs sind, wenn wir eben da links von der Motivationsarten links bei Status und Geld sind oder bei Belohnung, dann wird das wahrscheinlich schwierig. Das Zweite ist, die Betonung des Egos, des Einzelnen. Dann haben wir aber auch die Betonung des Ganzen. Wir sind der Teil des Ganzen. Wir möchten sozial eingebunden sein. Wir möchten gemocht und geliebt werden, so wie wir sind, ohne dass wir uns irgendwie verstellen müssen, dass wir uns irgendwie anpassen müssen, dass wir uns irgendwie in eine Rolle drängen müssen, sondern so wie wir sind, so möchten wir geliebt und gemocht werden. Das ist das zweite Bedürfnis, was wir haben. Und das dritte Bedürfnis ist das Gefühl nach Kompetenz. Wir möchten was bewirken, wir möchten zeigen, was wir können, wir möchten das, was eben aus uns geboren werden möchte. Die Veranlagungen, die wir haben, die möchten wir leben. Und diese drei psychischen Grundbedürfnisse können natürlich am besten leben, wenn wir ganz recht sind, also beim Spielen sind, wenn wir etwas tun, was wir einfach aus dem inneren Drang heraus tun wollen. Nur jetzt ist es wieder ein bisschen gehüpft. Genau. Und wenn wir das nicht können, wenn wir diese drei Bedürfnisse nicht leben können, da habe ich dann auch einen roten Balken eingezeichnet, dann haben wir eine innere Leere. Das ist die fehlende Energie, die wir haben. Das ist entsteht durch eine innere Leere. Und wenn wir eine innere Leere haben, dann versuchen wir, die zu kompensieren. Wir versuchen, die zu füllen. Er hat das getan mit eben zum Beispiel Alkohol. Ich weiß nicht, wie dramatisch das gewesen ist. Ein Gläschen Wein ist nicht dramatisch, aber trotzdem, wenn es regelmäßig braucht, dann wird es irgendwann halt problematisch. Und er hat dann auch hier körperliche Beschwerden bekommen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und so. Das sind meistens dann, geht es Richtung Ablenkung. Wir lenken uns ab. Das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo wir uns ständig ablenken können, ist das ein großes Thema. Oder wir konsumieren intensiv, das ist auch das, was der Matthias erzählt hat. Schicke Wagen kaufen und so weiter, was es da alles gibt. Dann fühlen wir uns vielleicht wieder gut, eine Weile lang. Und irgendwie nach einer gewissen Zeit wird es wieder normal. Dann brauchen wir wieder das neueste Handy, wieder ein neues Auto, wieder ein, keine Ahnung, neuer Urlaub, was auch immer. Es hat einen direkten Zusammenhang mit dem rechts. Ihr könnt euch vielleicht an den Marco Ebel erinnern, an den Künstler vom ersten Webinar.
der ganz rechts war und gesagt hat, ja, eigentlich Urlaub, ich brauche eigentlich gar keinen Urlaub. Ja, manchmal gehe ich mit der Partnerin mit, aber eigentlich würde ich lieber in der Werkstatt arbeiten. So, der hat das Bedürfnis gar nicht. Ich will jetzt nichts gegen Urlaub sagen, also ich dürfte gerne Urlaub machen. Ist ja auch vielfach dann sehr inspirativ oder inspirierend. Jetzt, wenn wir eben links sind und nicht das Leben, was aus uns geboren werden möchte, dann hat das Auswirkungen. Und vielfach merken wir das erst, wenn wir wirklich ganz am Schluss von unserem Leben sind, wenn wir nichts mehr zu verlieren haben, wenn Status nicht mehr relevant ist, wenn Geld nicht mehr relevant ist. Und da gibt es ein schönes Buch von einer australischen Sterbebegleiterin, das ist die Bronnie Ware, die hat ein Buch geschrieben, was 5 Dinge die Sterbende bereuen oder am meisten bereuen. Und ihr könnt es gerne mal für euch durchlesen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Und die anderen Punkte sind irgendwie dann direkte Folgen daraus, die meisten. Es ist genau diese Fremdbestimmung. Das 19., 20. Jahrhundert. Das, was für uns so komplett normal ist, dass wir manchmal gar nicht sehen, dass es eigentlich Jahrtausende lang anders ausgesehen hat. Irgendeine Mischform. Aber so krass wahrscheinlich wie das 19. oder 20. Jahrhundert wahrscheinlich hat es wahrscheinlich noch nie gegeben. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie andere es von mir erwarteten. Und das können wir jetzt von beiden Seiten, als Eltern können wir das von beiden Seiten angucken. Ja, welche Erwartungen haben denn zum Beispiel unsere Eltern gehabt? Welche Erwartungen haben Vorgesetzte an mich gehabt? Verwandte, Bekannte, vielleicht auch Nachbarn? Vielleicht sind es auch nur Erwartungen, die wir erwartet haben. Also wir denken vielleicht eben, wir müssen dringend die Scheiben putzen, weil was denken denn die Nachbarn? Aber der Nachbarn ist vielleicht egal. Also das sind die vielleicht auch unausgesprochene Erwartungen, die gar nicht wirklich da sind. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist dann ich als Vater. Ich habe jetzt noch das Glück, dass ich Kinder noch begleiten darf. Natürlich auch damit zu fragen, wie viele Erwartungen habe ich denn an meine Kinder? Und müssen diese Erwartungen sein oder könnte ich die loslassen? Dürften die vielleicht tatsächlich einfach ihre Einzigartigkeit leben, auch wenn ich das jetzt irgendwie, wenn das nicht so ganz in mein Konzept reinpasst. Und da kann ich natürlich aktiv jetzt noch was gestalten, da kann ich aktiv mit beitragen, dass meine Kinder dann irgendwann das dann nicht bereuen werden, wenn sie mal auf dem Sterbebett liegen. Natürlich sind die Eltern nur eine Komponente von vielen. Also wer eigentlich diese Spielorientierung, wie ich die vorgestellt habe im ersten Webinar, wer hätte ganz viel positive Auswirkungen? Wir könnten einfach rechts starten. Was möchte denn aus uns geboren werden, als Kind? Da vielleicht ganz andere Dinge, mit dem Bauklötzen einen Turm bauen und so weiter, eine Hütte bauen, eigentlich andere Projekte anpacken. Und später sind es dann eben vielleicht komplexere Projekte, wie zum Beispiel bei mir war es ein Buch schreiben, was mir auch mega Spaß gemacht hat. Solche Dinge. Und ich kann dann im letzten Webinar erzählen, wie das mit dem Buch ausgesehen hat und weshalb ich das Buch geschrieben habe und weshalb das völlig unvernünftig gewesen ist, dieses Buch zu schreiben zu dem Zeitpunkt. Trotzdem habe ich es getan. Für mich fühlt sich das sinnvoll an und das fühlt sich für alle sinnvoll an. Auch der Marco findet das sinnvoll, was er da tut. Und im besten Fall eben, man macht das eine Weile, ein paar Jahre, das sind ja die Veranlagungen, die Talente, die man dann ausleben kann, dann wird man immer besser und dann kann man irgendwann auch, spricht sich das rum, da ist jemand, der Marco, der macht, ich weiß nicht was für spezielle Kunst, geht doch da mal hin und guckt dir das an. Und im besten Fall kann man davon leben. Jetzt, weshalb haben unsere Väter, unsere Großväter das nicht alle so getan? Weil sie hätten sich ja viel besser gefühlt, statt in dieser Lohnarbeit reinzugehen, sich vom Chef sagen zu lassen, was er den ganzen Tag tun soll. Hätten sie das machen können? Waren die denn einfach alle dumm? Nee, natürlich nicht. Sondern das war etwas, was schlecht funktioniert hat zu dem Zeitpunkt. Das hat im 19., 20. Jahrhundert manchmal funktioniert. Eben der Marco konnte sich das rausnehmen. Der hatte so sich eine Nische geschaffen. Er hat aber auch eben nebenbei noch Geld verdient. Er hat noch einen Brotjob.
Und auch andere können das. Vielleicht ein Landschaftsgärtner, der mit Leidenschaft irgendwelche Gärten gestaltet oder so, irgendwelche Parkanlagen gestaltet. Auch da kann man das. Das sind aber meistens lokale Unternehmer, die das machen. Und genau das ist der Punkt. Es hat eine Barriere gegeben, respektive es hat eine große Wand gegeben, eine große Mauer gegeben zwischen Sinn und Status. Zwar fühlt sich das sinnvoll an für jemanden, zum Beispiel das, was ich mache, ich hätte das nicht tun können im 19. oder 20. Jahrhundert. Da wärt ihr jetzt alle nicht da, weil ihr hättet gar nicht von mir gehört. Und genau das ist die Mauer, ist die Lokalität. Als Landschaftsgärtner geht das, weil das sind die Kunden sind lokal da. Aber sowas wie ich mache, da sind keine, ja, da hat es vielleicht irgendwo in meiner Region zwei Kunden und da ist vorbei und dann, ja, und dann wird es schwierig. Und das Internet, das bringt diese Mauer weg. Und das ist jetzt das Neue, was wir haben, weshalb wir heute auch guten Gewissens junge Menschen motivieren können, wirklich ihrem Herz zu folgen. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich vor 50 Jahren nicht gemacht. Nicht nur wahrscheinlich, sicher nicht. Aber heute kann das wirklich Sinn machen. Die Mauer hier ist weg. Wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben das Internet. Irgendwie habt ihr von mir gehört. Und ja, das geht natürlich auch anderen so. Aber über Social Media und so weiter, über das Internet können wir kommunizieren, was wir mit Herzblut machen. Und dann können Leute darauf stoßen und sich dafür interessieren. Jetzt gehen wir nochmal rein in dieses Spiel. Ein Spiel ist eine selbstbestimmte Herausforderung, die wir aus Freude oder einem inneren Drang anpacken. Eben zum Beispiel ein Buch zu schreiben. Das war mein Spiel. Da habe ich irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr geschrieben oder so. Das war mein Spiel, das war meine Herausforderung. Ein Spiel ist für mich nicht was, was irgendwo kann auch sein. Ein Fußballspiel, das geht 90 Minuten oder so, dann ist abgeschlossen. Wenn ich das aus einem inneren Drang tue, ist auch das ein Spiel. Auch das ist eine selbstbestimmte Herausforderung. Wenn ich aber sage, wir gehen jetzt alle auf den Fußballplatz und jetzt spielen wir Fußball, dann werden wahrscheinlich einige von euch denken oder sagen, nee, ich habe keinen Bock. Und dann ist es für die kein Spiel, sondern es ist eine Pflicht. Und Spielen hat enorm viele positive Auswirkungen. Ich habe jetzt nur 4 positive Auswirkungen mitgebracht. Ich habe einen Blogbeitrag mit, wo ich 10 vorgestellt habe und es gibt aber auch noch mehr als 10 positive Auswirkungen. Weil Spielen ist letztlich die Natur des Menschen. Und Spielen ist wichtig, um das Potenzial zu entfalten. Etwas ist in uns veranlagt, wir haben das letzte Mal gesehen, ist in uns veranlagt. Und wenn wir spielen, leben wir das, was aktuell in diesem Moment für mich bereit ist, entwickelt zu werden, gelebt zu werden. Das ist natürlich Potenzialentfaltung. Wenn ich jetzt als 6-Jähriger zum Beispiel nicht das leben kann, was ich möchte, nicht das ausleben möchte, was ich also nie geboren werden möchte, sondern ich muss jetzt irgendwie lesen und schreiben lernen, obwohl ich da noch gar keinen Zugang dazu habe, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nicht mein Potenzial entfalten. Spielen ist wichtig, um sich selbst zu kennen, natürlich. Weil es wird ja das, wir leben ja das, was aus uns geboren werden möchte. Wir leben unsere Einzigartigkeit. Wenn wir 10 Jahre in die Schule gehen und 10 Jahre gehört bekommen, was wir tun sollen, dann verlieren wir irgendwann wahrscheinlich den Zugang zu uns selbst ein Stück weit. Es sei denn, ich komme da relativ gut durch und ich kann dann vielleicht meine Leidenschaft nebenbei noch leben. Dann habe ich Glück gehabt. Spielen ist wichtig, um glücklich zu sein. Da gibt es schöne Erhebungen, die zum Beispiel zeigen, dass es Parallelen gibt zwischen der Zeit, die Kinder zur Verfügung haben, um zu spielen, und wie gestresst, wie psychisch angeschlagen diese Kinder sind. Mein Vater hatte noch viel mehr Freizeit neben der Schule als in seiner Kindheit als ich. Ich hatte noch viel mehr Freizeit neben der Schule als meine Kinder. Das hat massiv zugenommen, die Anzahl Zeit, die Kinder heutzutage verbringen in der Schule. Schule, Hausaufgaben, Pflichten, was auch immer, Förderunterricht, was da alles noch dazu kommt. Zum Teil haben die Kinder fast keine Freizeit mehr. Das heißt aber auch, sie können kaum mehr spielen. Und das hat ganz stark natürlich
Auswirkungen auf ihre Psyche, es hat aber auch Auswirkungen auf ihre Entwicklung, auf ihre Potenzialentfaltung. Das war der dritte Grund, weshalb Spielen so wichtig ist. Jetzt komme ich zum vierten. Spielen ist wichtig, um ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln. Und das ist was, ich glaube, das können wir wahrscheinlich als Generation oder auch unsere Elterngeneration wahrscheinlich fast komplett irgendwo hier reinstehen und sagen, ja, irgendwo habe ich ein angeschlagenes Selbstbewusstsein. Es sind ganz, 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 ganz viele Menschen, spüren das. Und weshalb ist das so? Wenn wir eine Herausforderung anpacken aus innerem Antrieb, also es passt zum aktuellen Entwicklungsstand, den wir gerade haben, dann haben wir große Wahrscheinlichkeit, also eine Herausforderung ist etwas, was etwas schwieriger ist, als das, was wir sichern können. Und vielleicht braucht es 2, 3, 4 Versuche, aber irgendwann schafft es dann vielleicht der Kleine, einen Turm zu bauen, so wie es sich das einigermaßen vorgestellt hat. Oder eine Hütte zu bauen, ohne dass die zusammenkracht. Und dann hat er ein Erfolgserlebnis und so kann es Selbstvertrauen auftanken. Projekt für Projekt, Spiel für Spiel, ständig diese Erfolgserlebnisse, weil er es geschafft hat, diese Herausforderung zu meistern. Und was ist denn aber, wenn jetzt dieses 7-Jährige lesen und schreiben muss und er kann das schon? Da hat er schon mit 4 gekonnt. Der langweilt sich, der kann ja gar nicht zeigen, was er hat, der kann gar kein Selbstvertrauen aufbauen. Was ist, wenn er mit 7 noch nicht bereit ist, zu lesen oder zu schreiben, weil es vielleicht erst mit 9 oder so veranlagt ist? Dann ist er überfordert, kriegt schlechte Rückmeldungen und dann wird er auch geknickt. Dann kann er sein Selbstvertrauen auch nicht entwickeln. So, das sind einige Beispiele, weshalb Spielen heute so wahnsinnig wichtig ist. Und das können wir auch als Erwachsene uns wieder zurückholen, dieses Spiel. Das können wir Jugendlichen zurückgeben, wir können es selber zurückholen. So, also, diese Jugendlichen, diese Kinder, die werden irgendwann als Jugendliche und irgendwann stehen sie an einem Punkt und die stehen irgendwo vor einer großen, großen Kommode oder was, ein Schubladengestell, und da hat es ein paar hundert Schubladen. Und die müssen jetzt auswählen, in welche diese Schublade sie sich reinlegen möchten. Nämlich jede Schublade hat einen Beruf drin. Und irgend für einen Beruf müssen sie sich entscheiden. Das war schon früher so, damals gab es noch nicht ganz so viele Schubladen, jetzt gibt es wirklich eine große Auswahl. Und der Jan hat schön gesagt, was passiert, wenn er hat sich da in diese Schublade irgendwie Hotelmanagement reingesetzt und ja, muss da irgendwie da was ausknipsen, was hat er gesagt, Spontanität rausknipsen und die Kreativität ausmachen und so weiter. Da müssen Teile, die passen irgendwie nicht in die Schublade, die müssen weg, die bleiben draußen, aus diesen Schubladen raus. Und trotzdem müssen wir da rein. Und die Jugendlichen tun das. Und heute gibt es eine neue Möglichkeit, nämlich, zeige ich dann gleich, da ist noch eine Folie dazwischen, hat sich noch keiner dazwischen egal, ihr wisst, was ich sagen möchte. Normierung. Es war ja alles normiert. Also diese Berufe, das ist das, was ich noch erklären wollte, diese Berufe hier, die waren normiert. Es gab einfach normierte Berufe. Und heute, wir haben das gesehen, und das ist dann auch schon die Antwort, und ich bin wieder bei der richtigen Folie, das hilft mir grausam. Heute ist es in Klammern. Natürlich gibt es die Berufe immer noch, und ich kann mich immer noch in eine dieser paar hundert Schubladen reinlegen, wenn ich das möchte, als 15-Jähriger, 16-Jähriger. Aber, und das ist das Neue, ich kann mir meine eigene Schublade gestalten. Ich kann mir meinen eigenen Beruf gestalten. Den hat vielleicht dann irgendwie eine Person einmal. Den gibt es einmal auf dieser Welt. Genau diesen Beruf. Und das ist das Neue. Wir können uns unseren eigenen Beruf gestalten, der zugeschnitten ist auf unsere Buntheit, auf unsere Einzigartigkeit. Ich kann das am Beispiel von mir selber sagen, weil eigentlich ist es nichts Neues. Wir haben das ein Stück weit immer getan. Wir haben das aber halt mit auf Basis von existierenden Berufen gemacht. Also, wie hat das bei mir ausgesehen? Ich habe mich irgendwie so ab mit 10, 11 oder so, habe ich mich begonnen für Indianer zu interessieren, nordamerikanische Indianer. Ich bin auf ein Buch gestoßen, was historisch wahr ist, eine Geschichte erzählt von einem Häuptling, wie er und sein ganzes Volk irgendwie von den Weißen damals besiegt worden ist und in Reservaten gepfercht worden ist. Und mich hat das enorm betroffen gemacht.
Und ich habe von dem Moment an habe ich begonnen, Indianerbücher zu lesen. Alles, was mir in die Hände gefallen ist, meine Eltern haben mich ständig irgendwelche Indianerbücher wieder reingebracht oder von Bibliothek und so. Das war ein Teil, das ist heute ein Teil von mir. Das habe ich gemacht, bis ich irgendwie, ja, bis ins Studium rein. Und genau das war dann auch der Punkt. Ja, ich bin dann irgendwann in Berufsberatung gegangen, was könnte ich jetzt machen? Und dann hat es geheißen, ja, mathematisch, da bin ich gar nicht so schlecht, dann könnte ich irgendwas Mathematisches machen, Ingenieur, vielleicht Mathematiker, vielleicht Kriminologe, irgend sowas, irgendwas mit Mathe. Und mich klang das halt bezeugend, deshalb habe ich dann das Gimmick besucht und auch da, Mathe war eigentlich relativ locker für mich, aber ich habe mich vor allem für Indianer interessiert. Und trotzdem war für mich irgendwie klar, dass ich nach der Schule irgendwas machen kann, wo ich meine mathematische Ader gewissermaßen ausleben kann. Ja, und dann, ich glaube, es war, ich weiß nicht wie viele, ein, zwei Monate, bevor dann die Gimmi-Zeit zu Ende war, habe ich mich umentschieden und habe gesagt, nee, ich möchte gerne Ethnologie studieren, Völkerkunde studieren, das ist meine Leidenschaft und das möchte ich tun. Genau das habe ich dann getan. Habe ich Ethnologie studiert und ich kann mich gut erinnern, es gab damals, das war so ein kleines, also ein Seminar, ein kleines Seminar in Basel, wo ich studiert habe, es war ein einziger Professor und der hat dann so ein Gespräch geführt mit mir und hat mich gefragt, was habe ich denn in den Nebenfächern, weil ich musste zwei Nebenfächer muss ich wählen und ich habe ihm gesagt, Informatik, das erste Nebenfach. Da meinte er, ja, aber Informatik, das bringt Ihnen gar nichts, Herr Stöcklin. Wollen Sie nicht irgendwas, was vielleicht verwandt ist, irgendwie zum Beispiel Soziologie oder Geschichte oder von mir aus Psychologie oder sowas? Aber Informatik, da können Sie als Ethnologe, bringt das gar nichts. Und ich habe gedacht und auch gesagt, nee, ich möchte das jetzt, weil ich habe irgendwie diese zweite Ader, dieser zweite Teil von mir, das, was nicht ausgeknipst werden möchte, das möchte auch gelebt werden. Also habe ich zusätzlich Informatik studiert. So sieht das aus. Ich habe Ethnologie studiert, die ist relativ nah bei den Indianern. Also hat irgendwie vom Konzept in meinem Leben hat das irgendwie Sinn gemacht. Und jetzt kommt noch Informatik dazu. Das ist was ganz anderes. So, hier ist sie. Was ganz anderes. Und auch die ist ein Teil von meinem Leben geworden. In einer komplett anderen Ecke. Passt überhaupt nicht zusammen. Was braucht sich denn dafür? Was brauche ich mit einem komischen Leben zusammen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann bin ich dann irgendwie mal zuerst hatte ich einen Job bei einer NGO und dann bin ich an der pädagogischen Hochschule gelandet. Und da im Bereich E-Learning war super, hatte ich Informatik, also sonst hätte ich den Job wahrscheinlich auch nicht bekommen. Und da habe ich mich dann begonnen zu fragen, wohin geht das jetzt eigentlich? All das Zeug, was man stehen ist, das Internet und die ganzen Anwendungen und die technischen Möglichkeiten und dann kam noch das Smartphone und so weiter. Was macht das alles mit uns? Und ich bin Ebene für Ebene, habe ich mich nach unten gearbeitet, bis ich dann bei diesem Paradigma angekommen bin. Ich wollte das wirklich wissen, was passiert denn da eigentlich? Und das ist dieses Thema, so futuristisch habe ich das jetzt mal so gezeichnet. Wohin geht denn die Reise mit uns als Gesellschaft? Auch das wurde ein wichtiger Teil in meinem Leben. Der war relativ nah bei der Informatik. Und dann ist so langsam parallel und dann später immer stärker ist dann noch ein weiterer Teil entstanden, nämlich das Spielen. Wo ich mich begonnen habe, mit dem Spielen auseinanderzusetzen und zum spielerischen Lernen meine Dissertation geschrieben habe. Und all das hat keinen Sinn gemacht. All das hat keinen, das ist nicht irgendwie eine Karriereplanung, wie man das machen würde, auf gar keinen Fall. Und trotzdem, und das ist ja nicht nur mir so gegangen, es haben ganz viele Leute haben das so gemacht. Trotzdem ist das Leben einfach so. So spielt das Leben. Und wenn man das jetzt anguckt, dieses Bild, das hat irgendwie null Zusammenhang, das hat völlig chaotisch. Und dann habe ich mir irgendwann die absolut zentrale Frage gestellt, für mich die vielleicht wichtigste Frage, die ich mir je gestellt habe in meinem Leben, nämlich, ich habe gesehen, dass dieses Spielen fürs Lernen und für die gesunde Entwicklung von Kindern enorm wichtig ist. Und ich habe mich gefragt, ist es denn möglich, das ganze Leben zum Spiel zu machen? Ist es möglich, spielerisch durchs Leben zu gehen und die Vorzüge, die wir haben, wenn wir spielen, eigentlich ständig in meinem Leben zu haben?
Und ich habe den Job an der Hochschule auf 50% reduziert, das war 2018, und habe dann so eine Experimentierecke mir eingerichtet, wo ich einfach an mir selber experimentieren konnte. Was geschieht denn da? Ich habe Interviews begonnen zu führen, mit dem Matthias gesprochen, mit dem Jan gesprochen, mit dem Gerald Hütte gesprochen, mit dem Stefanini gesprochen und so weiter. Einfach Leute, die mir was erklären konnten zum spielerischen Leben. Ich habe nichts gewusst. Und dann, irgendwann kam der Zeitpunkt, Moment, ich brauche ein bisschen mehr Geld. Ja, soll ich jetzt was machen? Einen Kurs arbeiten? Das habe ich dann gemacht, den Kurs ausgearbeitet. So ein Online-Kurs. Und dann habe ich den ausgerollt und gemerkt, Moment, der macht mir gar keinen Spaß. Und dann habe ich den wieder reingestampft, nach einer Woche oder einem Monat, irgend sowas, maximal einen Monat, habe ich den wieder reingestampft, den ganzen Kurs. Weil ich gemerkt habe, ich mache das eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Macht mir gar keinen Spaß. Und das ist nicht mehr Spielen. Also, genau solche Experimente habe ich gemacht mit mir, habe ganz viele Erkenntnisse gewonnen. Und irgendwann, ich glaube, da war ich schon relativ tief drin mit Spiel dein Leben, mit dem Label, das ich gegründet habe, habe ich gemerkt, all das, was ich hier gemacht habe, das, was alles so chaotisch ausgesehen hat, das macht doch alles Sinn. Das ist ja nichts anderes als alles, was ich gebraucht habe, um dieses Spiel dein Leben zu gründen und mich hier auf den Weg zu machen. Das ist wie ein Masterplan, den ich runtergespult habe, ohne das zu kapieren. Es hat alles völlig unlogisch ausgesehen, was ich gemacht habe. Und trotzdem, im Nachhinein muss ich sagen, es ist ja alles völlig logisch. Und einen solchen Lebensweg kann man auch machen, ohne einen Beruf zu lernen, sondern ich kann mir einen eigenen Beruf designen. Ich habe dann unter anderem den Magic Campus gegründet. Ich will es nicht wahnsinnig tief auf den Magic Campus eingehen, einfach als Anregung, was kann man heute eigentlich alles als Möglichkeit anbieten. Es gibt eine Berufslehre, es gibt eine weiterführende Schule, Studium und so weiter. Da können natürlich die jungen Leute können da voll reingehen und sich für eines der beiden entscheiden. Oder sie können sich für Magic Campus oder auch andere Initiativen, es gibt auch durchaus andere Initiativen, entscheiden. Und was können sie da machen? Weil wenn sie eine Berufslehre treffen, und ich habe mit 8 und 9 Klassen so gearbeitet, für die Berufswahl, also hinsichtlich der Berufswahl, und habe einfach festgestellt, dass über die Hälfte, die hatten keine Ahnung, was sie tun sollten. Die mussten sich für eine Berufslehre entscheiden oder für eine weiterführende Schule entscheiden, hatten keine Ahnung, wer sie sind, hatten keine Faszinationen, die mussten sich trotzdem entscheiden. Und da ist für mich der erste Schritt einmal, dass sie ihre eigene Persönlichkeit kennenlernen. Also Zeit zu haben, sich wieder zu entdecken, nach 10 Jahren oder 12 Jahren, wie lange sie auch immer in die Schule gegangen sind, sich selbst wieder zu entdecken, das, was den Zugang zu sich selbst wieder zu finden, hier Zeit zu geben und dann ein Herzensprojekt definieren. Was möchte denn aus mir gelebt werden? Das kann sein, dass das wirklich ein Herzensprojekt ist, vielleicht ist aber auch nur Klarheit, ich möchte eine Lehre machen als Recyclist zum Beispiel. Ich hatte gerade einen jungen Jugendlichen, den ich begleitet habe, der diesen Weg gemacht hat. Auch das, wunderbar, diese Klarheit muss aber da sein. Nicht einfach irgendeinen Beruf, sich für einen Beruf entscheiden, weil das gibt es ja ein gutes Einkommen wahrscheinlich, gute Karrieremöglichkeit. Das fände ich schade. Aber auch da kann man den Weg machen, wie der Matthias oder der Jan das gemacht hat. Auch da ist er nicht einfach dann eine Station. Und die Erfahrungen sind ja meistens auch nicht so schlecht. Und dann kann es sein, dass wenn wir wissen, was wir tun wollen, jetzt vielleicht ist das eine Lehre, vielleicht ist das ein Studium, vielleicht merke ich aber auch, ich möchte gerne, ich hatte auch einen Jungen, den ich begleitet habe, der wollte, der hatte einen großen Traum, nämlich die Welt umsegeln. Jetzt kann man sich auch da fragen, was braucht man denn, um die Welt zu umsegeln? Vielleicht das Abitur, vielleicht würde das helfen, keine Ahnung. Vielleicht das, vielleicht jenes, auch da wieder einfach in sich reinzuspüren. Nicht ich als Coach muss das machen, sondern das kommt dann von ihm natürlich. Was könnte denn das Erste sein, was er tun möchte? Er hat dann eine Tauchausbildung gemacht, dass er mit Flasche tauchen lernt. Dann hat er sich in einem freiwilligen Projekt betätigt, ist nach Indonesien gereist, hat sich dafür die Korallenriffs eingesetzt und so weiter. So hat er dann den Weg gemacht. Aber das kann durchaus Richtung Lehre gehen, das kann durchaus Richtung weiterführende Schule gehen. Jetzt ist aktuell, macht er das Abitur. Aber immer noch mit dem Ziel, ich möchte die Welt umsegeln. Es kann aber eben auch sein, dass man merkt, ich brauche gar keine Berufslehre, ich brauche gar kein Studium.
Und da sind die Eltern gefragt, gefordert, wollen wir das wirklich zulassen? Vor 50 Jahren hätte ich das nicht zugelassen, definitiv nicht. Heute muss ich sagen, ja, der Junge, der die Welt umsegeln möchte, vielleicht braucht er ja einfach ganz andere Kenntnisse, ganz andere Erfahrungen und kann dann loslegen. Vielleicht ist es viel gescheiter, der lernt zum Beispiel fotografieren, filmen, irgendwas, der kann das Ganze dokumentieren, kann da vielleicht sein Geld verdienen damit. Vielleicht ist das viel, viel besser. Ich habe jetzt einfach mal geschrieben, erste Kunde mit Herzensprojekt, das können Kunden sein, das kann irgendwas anderes sein, auf irgendwie Möglichkeit halt dann Geld zu verdienen. Und das kann sein, dass er dann eben zurückkommt nach der Lehre, nach dem Studium und sagt, das ist eine wichtige Voraussetzung gewesen. Ja, ich musste die Schreinerlehre machen, weil da habe ich genau das gelernt, was ich brauchte als Voraussetzung, um mein Herzensprojekt umsetzen zu können. Und vielleicht möchte dann diese Junge oder diese junge Frau daraus sogar in die Selbstständigkeit gehen. Also ich glaube, auch heute ist die Zeit viel besser geeignet, sich selbstständig zu machen, dieses Unternehmertum zu leben, als einfach in eine Anstellung reinzugehen. Auch das kann Sinn machen, auch das kann durchaus Sinn machen, aber ich bin überzeugt, heute, und das zeigen übrigens auch die Zahlen, die Anzahl Unternehmer oder gerade also Solopreneure, jenige, die sich mit sich selbst quasi einfach in Einzelunternehmen, die nehmen diese Zahlen eben stark zu. Genau. Wir haben beim Magic Campus, und dann ist dann der Werbeblock für den Magic Campus beendet, haben wir drei Angebote, respektive wir sind im Aufbau dieser Angebote. Wir haben Camps, Workshops, wo Sie einfach mal eine Woche lang zum Beispiel in ein Camp gehen können und sich selber besser kennenlernen können oder in ein zweitägiges Seminar gehen können. Dann ein Orientierungsjahr plus, ich nenne das mal Orientierungsjahr plus, weil es nicht auf ein Jahr beschränkt ist. Und da haben Sie dann wirklich einfach Zeit, Projekte anzupacken. Diese Spielwiese, die ich mir selber erschaffen habe, mit diesen 50%, die ich mir freigeschaufelt habe, weil ich den Job reduziert habe, den können Jugendliche natürlich wunderbar sich selbst auch gestalten. Sie haben den Vorteil, dass sie noch keine Kinder haben, die meisten Jugendlichen, und dass sie noch andere Abhängigkeiten nicht haben, finanzieller Natur, dass sie vielleicht noch unterstützt werden von den Eltern. Die haben es viel, viel einfacher. Die sind noch unbeschwerter und so weiter. Es geht alles viel einfacher im Jugendalter. Einfach sich selber kennenlernen. Bei uns ist das mit Begleitung, aber es gibt auch andere Initiativen, die hier sehr wertvolle Arbeit liefern. Und dann zuerst eine Start-up-Schmiede für diejenigen, die sich wirklich selbstständig machen möchten, dass die auch dass die Unterstützung bekommen und dass die nicht dann wieder abrutschen in Profitmaximierung. Wenn sie irgendwo einen Business-Kurs machen, landen sie wahrscheinlich wieder Profitmaximierung. Wie kann man ein Business aufziehen ohne Profitmaximierung, sondern ein Energiemaximierungsunternehmen in dem Sinne, sodass möglichst viel Energie im Unternehmen drin ist, das wäre das Ziel. Wir haben dazu verschiedene Werkzeuge entwickelt. Wir haben ein sogenanntes Antriebskraft-Coaching. Jeder Mensch hat 4 bis 7 Antriebskräfte. Also das sind wie die Bauteile der Leidenschaft. Und wenn man jetzt eben vielleicht als 15-jährige oder 16-jährige Person nicht mehr den Zugang hat zu sich selbst, wenn man den verloren hat, kann man den sich ein Stück weit zurückholen, indem man eben mit diesen Bauteilen, das sind so wie Lego-Klötze, die man dann zusammenbauen kann. Das ist dann der zweite Schritt, wo man dann eben auf Basis dieser Antriebskräfte, auf Basis von Stärken, die dieser Mensch hat, von besonderen Erfahrungen, die man im Rucksack hat, von besonderem Wissen, das man hat, kann man dann Tätigkeitsideen ableiten, die eben zu dieser Einzigartigkeit passen würde. So. Genau. Und jetzt spreche ich immer von Herzensprojekt. Was ist denn ein Herzensprojekt? Ein Herzensprojekt ist was ganz anderes als ein Projekt, das kopfbasiert funktioniert. Weil wenn ich hingehe und sage, mein Kopf, mein Verstand sagt mir, das und das und das Projekt wäre jetzt sinnvoll, dann habe ich die Verbindung mit dem Verstand, nicht mit dem Herzen. Bei einem Herzensprojekt habe ich den Bezug natürlich mit dem Herzen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich bin heute, ich habe mit auch ganz vielen Unternehmen gesprochen, mit ganz vielen Menschen gesprochen, die ein Herzensprojekt angepackt haben oder wirklich jetzt leben. Und ich bin mittlerweile überzeugt, dass Herzensprojekte Lebewesen sind. Das sind Wesen mit einem eigenen Willen. Spiel dein Leben hat einen eigenen Willen. Und es ist schwierig,
mit diesem Wesen zu kommunizieren, weil der spricht so schlecht Deutsch. Die Kommunikation erfolgt einzig über das Herz, restlich über die Gefühle. Ich spüre, zum Beispiel habe ich Ende Jahr eine große Unruhe in mir gespürt. Spiel und Leben war ein Einzelunternehmen. Ich habe eine große Unruhe in mir gespürt. Ich wusste nicht, was los ist. Das ist extrem unangenehm, dieses komische Gefühl im Bauch. Und dann habe ich verschiedene Lösungsideen gehabt und mir immer gefragt, was will jetzt eigentlich Spiel dein Leben mir wieder sagen? Und plötzlich kam der Gedanke, Nando, mach Spiel dein Leben, bau das um zu einem Verein, zu einem gemeinnützigen Verein. Und in dem Moment, wo der Gedanke da war, das war so eindrücklich, in dem Moment, wo der Gedanke da war, war einfach eine große Stille in mir, eine große Ruhe in mir. Und ich wusste, ja, das ist das, was das Herzensprojekt von mir will. Ich wusste noch nicht, weshalb. Die Antwort habe ich dann später bekommen, als zumindest ansatzweise bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Ahnung, weshalb ich das tun sollte. Ich habe es einfach gemacht. Das ist ziemlich wild. Und so funktioniert ein Herzensprojekt. Einfach Verstand mal ausschalten, wirklich mal ein Stück weit ausschalten. Natürlich darf ich mit dem Verstand überlegen, was könnte es denn sein? Und dann auch mit dem Bauch fühlen, bis es sich stimmig anfühlt. Und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Für mich ist es wie eine Wanderung im Nebel. Ich bin irgendwo in den Bergen, will eine Wandertour machen, aber da ist so viel Nebel, ich sehe kaum den nächsten Schritt oder die nächste Wegmarkierung. Und dann irgendwann lichtet sich der Nebel so ein bisschen und ich sehe, da vorne ist die nächste Markierung. Und da kann ich da hingehen und bis ich da bin, ist wieder ein stockdichter Nebel und ich weiß wieder nicht mehr, wo der Weg durchgeht. So fühlt sich das an. Und da ist es extrem hilfreich, einfach Menschen zu haben im Umfeld, und die hatte ich zum Glück, die mir einfach mal erklären könnte, was da eigentlich abgeht. Und dass das alles ganz normal ist. Und das braucht enorm viel Vertrauen. Vertrauen, dass ich dann tatsächlich irgendwann vielleicht auf der Bergspitze ankomme. Aber das muss sein. Das ist ein komplett anderer Weg, als wenn ich morgens ins Büro gehe und weiß, heute packe ich das und das und das an. Das ist ein komplett anderer Weg. Die optimale Umsetzung. Und das ist was, was wir bei uns intern noch viel ausgebauter haben. Ich habe jetzt einfach mal drei Punkte rausgenommen. Die optimale Umsetzung ist natürlich Spielen. Auch da wieder, einfach dem Herzen folgen. Und ich erzähle dann das nächste Mal, wie das geschehen ist, wie das passiert ist mit dem Buch. Auch eine ziemlich wilde Story. So, also das sind Dinge, da ist das ein anderes Leben als das, was die meisten von uns kennen. Und wir haben noch etwas anderes entwickelt, das ist entstanden aus dem Buch, nämlich ein sogenanntes Magiemischpult. Wir könnten den auch Energiemischpult sagen. Es klingt jetzt alles ein bisschen surreal oder so, das ist Magie, hat aber einen Grund, weil beim Spielen entsteht eine ganz besondere Magie. Und damit diese Magie entsteht beim Spielen, müssen 9 Regler in Balance sein. Also zum Beispiel muss ich tun, was ich tun möchte. Wenn ich Fußball spielen muss, dann ist das Spiel schon vorüber. Dann ist die Stimmung, diese spielerische Stimmung, gibt es dann nicht mehr. Aber wenn ich das von Herzen gerne tue, dann kann die Stimmung entstehen. Ist aber auch noch nicht garantiert. Gibt zum Beispiel einen zweiten Regler, Ernst, Lockerheit. Ja, wenn Kinder spielen, dann sind die mit großer Ernsthaftigkeit dabei und gleichzeitig mit großer Lockerheit. Und das ist so ein Widerspruch in sich, aber genau dieser Widerspruch wird gelebt beim Spielen. Wenn dann einer kommt beim Fußballspielen und die anderen anschnaut, die Mitspielenden, weil der Kollege einen Fehlpass gemacht hat oder so, dann fühlt sich das eben auch sehr schnell nicht mehr so spielerisch an. Die Lockerheit braucht es, damit es sich spielerisch anfühlt. Ich gehe jetzt nicht auf alle Regeln rein. Aber das ist auch ein Werkzeug, wo wir aktiv damit arbeiten. So, das nächste Mal, im nächsten Webinar, gehe ich dann auf diese Werkzeuge ein, erkläre die Werkzeuge. Zum Beispiel hier diese, was ich da gezeigt habe, mit dem Antriebskraft-Coaching, mit dem Einzigartigkeitsspiel oder auch das Magiemischpult in Kürze, in einer Stunde. Das ist viel, viel größer, weil da gibt es hinter jedem Regler, gibt es dann natürlich die Möglichkeit, ja, was ist jetzt, wenn jemand etwas tut, aber das gar nicht tun möchte.
wie kann ich jetzt diesen Regler in Balance setzen? Wie schaffe ich das? Wo fange ich überhaupt an? Weil die meisten Regeln, die hängen dann miteinander zusammen. Also Ernst, Lockerheit, das wäre relativ schnell mal möglich. Aber wie komme ich denn in diese Lockerheit rein, wenn ich zum Beispiel ein Konto habe, das komplett leer ist? Wie komme ich dann da in diese Lockerheit rein? Da muss ich irgendwie vertrauen und so weiter, muss ich da Kontrolle abgeben, ins Vertrauen kommen. Aber plötzlich arbeite ich bei einem komplett anderen Regler. Da gehen wir das nächste Mal drauf ein und beschreibe ich dann einfach auf die Schnelle, wie das innerhalb von einer Stunde möglich ist, erkläre ich dann die Werkzeuge. Ja, jetzt sind wir da angelangt. 4 mögliche Gründe, weshalb wir tun, was wir tun. Und wir haben jetzt betrachtet oder sind ein bisschen reingegangen in das Leben, wenn ihr einfach dem inneren Drang folgt. Es ist ein komplett anderes Leben, als wenn ihr der Angst folgen. Weil die Ängste, die sind trotzdem da. Da kann ich dem einfach ausweichen. Die Angst, dass ich unter der Brücke lande, ja, wenn ich, solange ich Leistungsanforderungen erfülle und alle zufrieden sind mit mir, werde ich wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht unter der Brücke landen. Was ist denn da? Da muss ich in die Angst reingehen. Ich muss in die Angst reingehen. Ja, was ist, wenn alle denken, der spinnt komplett? Und so weiter. Also das ist ein anderes Leben. Das ist ganz viel Arbeit an sich selbst. Aber was dahinter ist, was hinter dieser Angst lauert, das ist die Freiheit. Da möchten wir hin. Seid ihr interessiert, wie es bei Matthias ausgegangen ist, wie es bei dem weitergegangen ist? Wir haben den auf dem Bürostuhl sitzen lassen. Könnt ihr da vielleicht noch kurz reingehen und nochmal ein Intro-Ausschnitt zeigen. Ich werde das ganze Interview, das geht, ich glaube, eine halbe Stunde, ist ein Interview zu seinem Buch, das er geschrieben hat, zu dem Buch, das geht eine halbe Stunde, und ich werde das dann einfach verlinken, da wo ich auch dann die Aufzeichnung reinpacke. Da werde ich das unten dran einfach noch verlinken, könnt ihr da gerne das ganze Gespräch anschauen. Also, vergesst nicht, den Lautsprecher einzuschalten und das anzumuten quasi. Ich starte das Video. Das Schöne ist, jetzt kann ich sagen, ich mache nur mehr die Dinge, die mir echt Freude machen. Und die Freude, diese Lebensfreude, diese Lebenslust, ich nutze ganz bewusst diese Worte, das ist wirklich, was Einzug gehalten hat. Und das ist für mich einfach unendlich viel wert. Es vergeht einfach kein Tag, wo ich in der Früh jetzt nicht aufstehe und sage, danke, dass das alles passiert ist, dass diese Veränderungen waren. Und die negativen Dinge, die ich wirklich wehgetan haben, die haben mein Leben Gott sei Dank verlassen. Ich sehe es als Lohn dafür, dass man einfach ehrlich ist. Ich möchte gar kein Dogma draus machen, wie dann das richtige Leben ausschaut. Das kann für jeden ganz was anderes sein. Für den einen ist es dann eine Klausur, auswandern nach Bali, und der andere hat einen Betrieb und geht in den Betrieb auf. Also da sind wir wieder bei dem Punkt Lebensfreude, ehrliche Lebensfreude, die man nicht definieren kann, die schaut wieder für jeden Menschen anders aus. Und Gott sei Dank ist jetzt so der Moment da, wo diese Lebensfreude wirklich, wirklich manifest geworden ist. Und jetzt sehe ich jeden Tag als einen Bonustag, den ich habe. Und ihr seht, oder ich habe es gehört, er ist ein bisschen ausgewichen bei der Frage. Bei der Frage, was er eigentlich jetzt tut. Und ich habe ihm noch nachgehakt. Und er hat dann gesagt, er sei vor allem schreibend und mit YouTube-Videos produzierend unterwegs. Das war jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und mittlerweile habe ich auch schon ganz verrückte Projekte bei ihm gesehen. Wirklich ganz, ganz spielerische Projekte. Also ihr könnt mal ihn googeln. Hat wirklich ganz, ganz tolle Projekte, hat er mittlerweile bereit. So. Wir gehen noch ganz kurz rein, was wir das nächste Mal, wo ist das nächste Mal wieder sehen. 7. März, 19 Uhr wiederum, also in der Woche, heute in der Woche, Herzbegleitung, nutze Werkzeuge aus der Spielforschung. Ich habe jetzt die drei Werkzeuge gezeigt, um Jugendliche, natürlich auch Erwachsene,
auf ihrem Weg zur Berufung, Selbstentfaltung und passionierter Arbeit zu unterstützen. Ich habe jetzt immer so ein bisschen von Jugendlichen gesprochen. Natürlich, das geht alles auch für Erwachsene. Und da kann man sich eben typischerweise noch irgendwie 20, 30 Jahre Umweg ersparen, wobei der Umweg natürlich auch wichtige Erfahrungen sind, nicht unbedingt negativ. Aber den kann man sich je nachdem dann ersparen, wenn man halt bereits mit 15, 16, 17 beginnt zu überlegen, wer bin ich eigentlich und was möchte eigentlich aus mir geboren werden. So, ihr dürft gerne Fragen stellen. Ich sehe, Manuela hat die Hand oben. Du kannst gerne, ich gucke mal, dass ich euch wieder die Möglichkeit gebe, dass ihr das Mikro einschalten könnt. Wenn ihr das möchtet, ihr könnt auch gerne Fragen einfach dann wieder in den Chat reinstellen, wie es euch lieber ist. Manuela, möchtest du? Oder hast du was bereits? Lieben Dank, sehe ich von dir im Chat. Genau, möchtest du, du kannst uns gerne das Mikro einschalten und deine Frage stellen, falls du eine Frage hast, Manuela. Vielleicht ist die Hand aus anderem Grund oben. Und die anderen natürlich auch. Gerne Fragen stellen oder Bemerkungen. Ich liebe auch immer das Reiben, das heißt, wenn ihr gar nicht einverstanden seid, meldet euch jetzt zu Wort, dann wird's noch ein bisschen, gibt es noch ein bisschen Action jetzt am späteren Abend. Keine Fragen, keine Bemerkungen. Ich warte noch ganz kurz, Moment, vielleicht ist jemand gerade noch am Schreiben. Und sonst sind wir wieder extrem pünktlich. Ich habe das nicht durchgespielt. Ich habe das einfach so ungefähr gemacht, wie das passen könnte. So, jetzt kommt eine Frage. Wir müssen ja doch irgendwie Geld verdienen, für auch wenige Dinge im Leben zu haben. Wie geht das, das zu tun, was einem Freude bereitet und trotzdem für den eigenen Unterhalt aufzukommen? Ich habe ja keine Garantie, dass ich auf einem Weg finde, in welchem ich genügend zum Leben verdiene, aus ausschließlich Freude, Arbeit. Es gibt viele Leute, die behaupten, das geht. Beim Herzensprojekt, wenn wir ein Herzensprojekt anpacken, dann wird das Herzensprojekt uns alles geben, was wir brauchen, um das Herzensprojekt umsetzen zu können. Sei das wichtige Kontakte, sei das irgendwie jemand, der einen Tipp gibt, sei das irgendwo ein Buch, wo wir dann drüber stolpern oder irgend sowas, wo wir den richtigen Hinweis wieder bekommen für den nächsten Schritt und eben auch das Geld. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir das nebenbei tun. Es kann sein, dass wir gar nicht wollen, damit Geld zu verdienen, sondern dass wir parallel dazu lieber einen Job haben. Ich habe einen Onkel, der ist künstlerisch extrem begabt. Und ich habe ihn mal gefragt, du, Moment, weshalb, du arbeitest jetzt seit Jahren als Zügelmann, hilft bei Umzügen und so, aber eigentlich seine Leidenschaft ist Fotografieren. Du bist so begabt, du könntest Fotokurse anbieten, Schulungen, was weiß ich, alles, du könntest dich mit Fotografie selbstständig machen, kein Problem. Dann hat er mir gesagt, und das hat mir völlig eingeleuchtet, das würde mir alles kaputt machen. Wenn ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen möchte, müsste, das würde mir alles kaputt machen. Weil das ist genau diese Herausforderung. Für mich ist es die Königsdisziplin des spielerischen Lebens, damit Geld zu verdienen, was man wirklich tun möchte. Weil eigentlich möchte man die Leichtigkeit des Spiels haben, gleichzeitig hat man den Druck vom Geld verdienen. Und das auszuhalten, das ist enorm schwierig und das ist nicht allen gegeben, es ist wahrscheinlich auch nicht für alle stimmig, müssen auch nicht alle tun, es gibt ganz viele Wege, wie das geschehen kann. Tom sagt, das Mischpult hilft mir immer wieder sehr. Tom war mal bei mir im Seminar, hat das Mischpult ein bisschen genauer kennengelernt. Mie Gosweiler, habe ich deine Frage einigermaßen beantwortet? Kannst du mal reinschreiben. Wie lange gibt es diesen Magic Campus bereits und wie entwickeln sich die Jugendlichen auf diesem Weg? Langzeitbeobachtung. Langzeitbeobachtung haben wir keine, so lange gibt es sie noch nicht. Welchen besonderen Herausforderungen begegnen Sie und wie meistern Sie diese? Das ist, den Magic Campus den gibt es seit Sommer 2022, also noch nicht wahnsinnig lange. Wir haben im Prinzip mehr oder weniger ein Jahr Erfahrung. Anderthalb Jahre so.
Und die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Die haben sich alle sehr, sehr unterschiedlich auf den Weg gemacht und die haben auch einen ganz unterschiedlichen Ort gestartet. Also der Junge, die Welt umsegeln möchte, der wusste das von Anfang an, dass er das machen möchte. Und der brauchte einfach ein bisschen Begleitung am Anfang. Und dann hat er gesagt, jetzt weiß ich, wie das geht. Und er hat sich selber auf den Weg gemacht. Andere haben dann eine Lehre begonnen oder ein Abi begonnen und so weiter. Also ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wir haben noch nicht wahnsinnig viel Erfahrung, weil es wirklich relativ neu ist. Super, da habe ich deine Frage beantwortet. Dann mich begeistert, was du uns für eine Welt vorstellst. Für mich war diese Welt des Spiels, bis ich 45 war, komplett verschlossen. Seitdem haben sich mir Räume eröffnet, in denen ich es ausleben kann. Ich glaube, die Zeit ist einfach auch langsam bereit dazu. Das hat vor 45 Jahren, das war wirklich ganz, ganz schwierig, das so zu leben. Was mich umtreibt, sind meine jüngere Tochter, die so komplett eng ist und sich Druck macht, einen Job später zu haben, bei dem sie gut Geld verdienen kann. Mich würde interessieren, wie ich sie für das Spiel und ihre innere Welt zu begeistern. Ah, wie ich sie für das Spiel und ihre innere Welt begeistern kann, so in dem Sinn. Auch das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich kenne deine Tochter nicht, ich kenne dein Verhältnis zu deiner Tochter nicht. Ist ganz schwierig. Aber etwas, was hilft, ist sicher eine offene Haltung von den Eltern. Es müssen immer zwei zustimmen letztlich auf diesem Weg, typischerweise, nämlich die Eltern und die jugendliche Person. Das sehen wir auch beim Magic Campus. Es braucht zwei Zustimmungen, dass die überhaupt beim Magic Campus landen. Und wenn die Eltern schon mal diese Offenheit haben, ist schon sehr viel gewonnen. Und ja, ich kann das auch nicht sagen. Vielleicht braucht deine Tochter die Erfahrung, dass es eben vielleicht nicht der optimale Weg ist. Vielleicht ist für sie auch der optimale Weg. Ich weiß es ja auch nicht. Ich glaube, wir können Menschen nicht dazu drängen, irgendwas zu tun oder irgendeine Haltung einzunehmen. Ist ja auch letztlich wieder eine Erwartung. Die Zeit muss reif sein, der Mensch muss reif sein. Und vielleicht ist sie genau richtig, so wie es jetzt ist. Und wir haben auch da wieder falsche Erwartungen an unsere. Also ich wäre jetzt auch enttäuscht, wenn meine eigenen Kinder jetzt irgendwie Richtung Geld und Karriere gehen würden. Aber auch da würde es dann heißen, Nando, Erwartung loslassen. Im besten Fall kriegen sie irgendwie Inspiration und ja, oder einfach die Erfahrung. Vielleicht irgendwann eine Lebenskrise, wo sie dann wieder merken, vielleicht war das nicht so die beste Entscheidung. Wir versuchen von unserer Seite her natürlich dann auch langsam auch immer mehr die Jugendlichen anzusprechen, aber sind wir auch noch ganz, ganz in den Kinderschuhen, dass wir da wirklich halt auch Inspirationsfutter auf den Kanälen liefern, wo die Jugendlichen sind. Da bin ich eben typischerweise nicht. Genau, müssen wir ändern. Und das ist was in der heutigen Zeit natürlich der Druck ist wahnsinnig. Also der Druck auch von Seiten der Schule, der Druck von Seiten auch Social Media. Also ich meine, das ist ja auch, das ist alles Beeinflussung, das sind alles Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind, die erfolgreichen irgendwas, was da, das ist die, alles, wir sind immer noch die erfolgreichen Geschichten auf diesen Social Media Kanälen. Das setzt natürlich auch extrem unter Druck. Und ja, ich glaube, heute Jugendliche zu sein, ist nicht ganz einfach. Mit den ganzen Verlockungen, mit den ganzen Ablenkungen, die da geboten werden, dass der Jugendliche bei sich bleiben können. Warte noch eine kurze Weile, falls jemand am Schreiben noch ist. Da kriege ich noch was Flüssiges. Ich habe sonst noch eine Bemerkung. Ja, Tom. Hörst du mich? Super. Also ich glaube, dass in naher Zukunft irgendwas wie ein Grundeinkommen kommen muss, dass man quasi dann wie nehmen kann und sagen, ich spiele jetzt und mit diesen Spielen verdiene ich vielleicht am Anfang noch nicht so viel oder auch später vielleicht nicht, aber ich kann dafür dann das Grundeinkommen nehmen. Aber ich arbeite trotzdem irgendwo und engagiere mich. Irgendwie so in diese Richtung muss es gehen. Und da ist natürlich das Spielen, das spielerische Unterwegssein, genau, was es braucht. Genau.
Das ist absolut zentral. Meine, letztlich haben wir eine Gesellschaft, die Gesellschaft besteht aus, es ist ein System im Prinzip. Und dieses System besteht aus Untersystemen. Da gibt es ein Finanzsystem, ein Wirtschaftssystem, ein Bildungssystem, ein Gesundheitswesen und so weiter. Das sind alle Systeme. Und die passen hier alle wunderbar zusammen. Das sind alles industrielle Systeme mit allen Vor- und Nachteilen, die wir haben. Aber die passen unter sich wunderbar zusammen. Und das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem, das wir haben, passt natürlich zum Bildungssystem und es passt zur Arbeitswelt, die wir da draußen haben. Und ich habe es nur vom Bildungssystem eigentlich mehr oder weniger und so ein bisschen Arbeit, da sind wir reingegangen, die anderen Systeme habe ich außen vor gelassen. Es ist mir völlig klar, dass auch das wird sich alles ändern. Das wird all die Systeme, die werden, ich weiß nicht, wie lange das es die noch geben wird, aber das sind alles die industriell geprägten Systeme. Die Zeit ist vorbei. Die Systeme gibt es noch. Und wenn, kann gut sein, dass irgendwann ein System kollabiert, ich weiß nicht welches, vielleicht das Finanzsystem, und dann plötzlich sieht alles anders aus. Und heute diesen Weg zu beschreiten, in dieser Übergangszeit, ist möglich, aber sehr viel anstrengender als zu dem Zeitpunkt, wo dann die Systeme, die neuen Systeme, wieder zu greifen beginnen, wo die wieder zusammenspielen, wo es wieder eine Harmonie gibt. Also wir haben im Prinzip jetzt, so mein Vergleich ist jeweils ein Fußballspiel, da nimmt man das zentrale Element nimmt man raus, nämlich das Paradigma, das wäre jetzt das zentrale Element. Beim Fußballspiel wäre es der Fußball. Also wir nehmen den Fußball raus und ersetzen den durch einen Eishockey-Puck. Dieser Eishockey-Puck, ja, auf dem Fußballfeld mit 22 Menschen, die da irgendwie auf dem Fußballfeld sind, das gibt ein sehr holpriges System und ein sehr holpriges Spiel. Und das ist das, was Sie jetzt spüren. Dieses holprige System spüren wir, egal wo, egal fast in welchem Job, spüren wir dieses holprige System, dieser Stress, dieser Druck, dieser. Es passt einfach hinten und vorne nicht mehr zusammen, weil das Paradigma hat sich geändert. Die Systeme sind noch die alten. Und wir können jetzt für uns ins Neue reingehen, haben wir aber den Nachteil, die Systeme drumherum sind immer noch, das sind die alten. Die passen noch immer nicht zu dem, was ich eigentlich tue. Das Paradigma passt dann aber wieder. Und mit jedem Jahr, das fortschreitet, haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass es dann besser passt. Oder wir können im Alten drin bleiben, dann ist aber auch ein holpriges System, ein holpriges Spiel, weil ja das Paradigma bereits geändert hat. Also wir können tun und lassen, was wir wollen, es ist einfach momentan eine holprige Zeit. Und ja, vielleicht ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das könnte natürlich extrem viel bringen für jetzt Menschen, die sich auch selbstständig machen möchten mit dem Herzensprojekt und so weiter. Das kann natürlich sein. Vielleicht kriegen wir auch jemanden motiviert, der uns ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Kenne ich auch so Fälle, wo das dann wieder hilft, diese Person. Das kann man sich ja je nachdem ein bisschen einrichten. Und es braucht natürlich immer auch Pioniere, es braucht diejenigen, die sich am Anfang auf den Weg machen, die ganzen Möglichkeiten erkunden, was es da gibt, die gucken, was funktioniert nicht, wo braucht es Unterstützung, wo braucht es keine Unterstützung, was fließt nicht, wo passen die Elemente, die neuen Elemente, die wir jetzt schon haben, zusammen, wo könnte ich noch was dazugeben, so, genau. Das ist auch die Arbeit von Schwierigen Leben, da sehen wir uns ganz stark in diesem Bereich, einfach auch Werkzeuge zu entwickeln, Unterstützung zu entwickeln, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, Menschen zu motivieren. In diesem Pionierbereich. Ursula schreibt, vielleicht gibt es in Zukunft immer mehr individuelle Lebenswege. Ich hoffe es doch, diese Buntheit der Menschen kommt wieder zum Tragen. Die Begabungsförderungsprojekte an der Volkshochschule helfen viel, denke ich. Das kann sein, die kenne ich tatsächlich nicht so. Müsste ich mich mal schlau machen. Es gibt auch immer mehr Menschen, die da wirklich Unterstützung bieten können, die da was anbieten können auf dem Weg. Gut, ich glaube, wir machen hier Schluss. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr mich natürlich gerne per Mail schicken oder wir können sie das nächste Mal stellen, was auch immer, dass die nicht verloren gehen. Ich bedanke mich einmal mehr herzlich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eure Zeit investiert habt und wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Donnerstag.